Flügen. Und auch in den Unternehmen kommt man trotz eingeschränkter Mobilität zurecht. Viele Termine werden in diesen Tagen verschoben, Meetings häufig durch Internet- oder Videokonferenzen ersetzt. Anbieter von Konferenzsystemen hoffen, dass der Trend zu Videomeetings durch den isländischen Vulkan weiter befeuert wird. Besonders beliebt waren in den vergangenen Tagen aber vor allem Telefonkonferenzen. Wir haben durchaus Zuwächse im Bereich 10-15% gegenüber einer normalen Situation. Ja.